Region Hannover. So. Wer die Videos von Anfang an kennt, der hat ihn auch schon gesehen. Asa Palmato Katsura, der japanische Fächerauer. Ich habe ihn jetzt extra aus dem Garten mitgebracht. Ich habe ihn ausgegraben, denn er stand mit dem Topf tief im Erdreich. Weil mir aufgefallen ist, dass im Herbst, wo ich ihn eingepflanzt habe, noch einiges dazugewachsen ist. Das möchte ich jetzt mal eben rausschneiden. Im Übrigen, wer Interesse hat, die Videos zum Entstehen dieses Baums, findet ihr in der Videobeschreibung. Das waren so meine Erstlingswerke. Ich bin nicht besonders stolz darauf, aber zumindest ist zu erkennen, was es denn mal werden sollte. Da ist die Abmoosung drin und so weiter und so fort. Okay, so. Wie gesagt, das alles hier bis hier oben hin, das ist alles noch im Herbst gewachsen. Da habe ich nichts dran gemacht. Jetzt werde ich erstmal die ganz langen Äste auf die letzten beiden Knospen kürzen. Ihr seht auch vielleicht den einen oder anderen Rest vom letzten Schnitt, vom letzten Sommerschnitt. Hier sind so graue Stellen, die lasse ich aber dran. Die fallen von selbst ab. Und dann muss ich ein bisschen sortieren. Was will ich denn wirklich in diesem Jahr haben davon? Hier sind zum Beispiel so Büschel. Da sind 1, 2, 3, 4, 5 Äste, die aus einem Ast kommen. Vielleicht brauche ich den ganzen Ast gar nicht. Alles eine Sache, die ich mir jetzt durch den Kopf gehen lassen muss, denn nachher warte ich jetzt noch ein paar Wochen, dann sehe ich gar nichts mehr. Dann ist der voll Laub und durch das Laub kann ich gar nicht erkennen, was zu viel ist und was zu wenig ist oder wo man eigentlich ansetzen müsste. Das mache ich jetzt in aller Ruhe. Auch was nach oben, so starr nach oben geht, wie hier zum Beispiel. Zwei Knospen sind in Stammnähe. Die halte ich dran. Hier ist was abgestorben, fällt auch so ab. Siehst du? Kommt auch vor. Ich gehe jetzt ziemlich weit zurück, jeweils für den jeweiligen Ast. Und nehme aber auch das ein oder andere Ästchen ganz raus. So. Jetzt muss oben ein bisschen sortiert werden. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Äste. Und dahinter liegen noch 1, 2, 3, 4 Knospen. Okay. So, hier geht was nach ganz oben. Jetzt nehme ich mal die feinere Schere und schneide diesen Knubbel weg. Weil hier noch genügend Verbraucher dahinter sind, mache ich mir auch keine Gedanken, dass der ganze Ast abstirbt. Denn hier ist ja noch richtig Power drin. So, da gehe ich auf zwei Knospen zurück. Hier sortiere ich weiter aus und lasse die Knospen, die jetzt erscheinen, dann die Regie übernehmen. Hier geht wieder eine Knospe ganz nach oben, kommt auch weg. Was ihr jetzt an Tropfen seht, das kommt vom Gießen. Das habe ich gerade noch gemacht, weil er auf dem Balkon ziemlich trocken stand. Ich habe ihn aus dem Garten geholt und dann auf den Balkon gestellt und dann fängt die Sonne an zu scheinen. Also habe ich ihn erstmal gut getränkt, damit er auch die Wohnzimmerluft übersteht. Wir haben hier einiges raus, was zu viel ist, zu viel wächst, auch Knospen. Dazu habe ich diese kleine Knospenzange. Und ich versuche es so zu schneiden, dass ihr was sehen könnt. Aber halt, mir fällt ein, ich sollte auch die Wunden versorgen. Siehst du?
Das ist der Nachteil beim Bienenwachs. Wenn man nicht von Anfang an dran denkt, dann muss man wieder warten, bis der soweit ist. Also werde ich mich jetzt eben darum kümmern, dass die Kerze den Bienenwachs schon mal auftaut. Und dabei immer mal wieder einen Blick auf den Baum werfen. Während nun der Bienenwachs sich so langsam auflöst oder anlöst, muss ich noch eins loswerden. Leute, schickt mir keine Kartons mehr. Ich habe jetzt gar keinen Platz mehr, Kartons unterzubringen, habe aber längst nicht alle Bäume verschickt. Ich habe heute zwei Pakete mit Kartons bekommen von euch. Ich finde das ja super klasse. Aber jetzt gehen meine Kapazitäten in der Wohnung ziemlich dem Ende entgegen. Irgendwo muss ich das Ganze hier auch lagern. Ich habe jetzt genügend Kartons. Ich kann in Serie verschicken und verpacken. Aber das Verpacken kostet Zeit. Deshalb sind jetzt 8 Stück draußen. Es fehlen noch knappe 10, glaube ich, jetzt. Von den Hainbuchen. Das werde ich aber definitiv am Wochenende erstmal stark reduzieren, durch die neuen Kartons auch. Dann lasse ich mir tatsächlich meine Pakete auch abholen von DHL. Denn bei den Spritpreisen, ganz ehrlich, die 4 Euro, die kann ich besser bezahlen, als da hin und her zu fahren zur Filiale. Okay. Es dauert ein bisschen, bis das Wachs soweit ist. Aber wir haben ja schon gesagt, hier ist so ein riesiger Schopf. Dieser Schopf wird nicht ganz weggenommen. Ich kürze hier kleinere Äste ein. Denn an sich möchte ich diesen Ast behalten. Nur vorsorgen, dass ich später auch sehen kann, was sich da entwickelt, damit ich dann wieder eingreifen kann. Im Sommer- oder Frühjahrsschnitt, was auch immer. Dann überkreuzen sich wieder 2 Äste. Das wollen wir nicht. Er kann aber auch ganz weg. Und der kann eingekürzt werden. Der wird auch eingekürzt. Sieht immer dramatisch aus jetzt am Anfang, wenn der Baum noch so nackig ist. Aber ich kann euch nur sagen, wartet ihr zu lange, dann habt ihr keinen Überblick mehr, was rausgenommen werden kann und was nicht. Hier dieser Knubbel, naja, gut, das ist Kallus. Der Kallus, richtig stark, presst er sich hoch. Da nehmen wir was raus aus der Mitte. Der Kallus hier vom Zweitstamm, der ist schön zugewachsen. Zugewachsen ist der hier auch, allerdings nur ein dicker Knubbel. Ich weiß nicht, ob ich den noch mal bearbeite. Das mache ich vielleicht mit einer Fräse mal. Aber im Moment sehe ich dazu keinen Anlass. Hier sind so viele Äste und so viele Knospen. Dann mache ich doch einen Cut und mache ein bisschen mehr Luft da rein. Ja, auch. Oh, Spinne. Was läufst du mir denn jetzt über den Weg? Hier. Nimm mal aufs Substrat. Bleib erstmal unten. Eigentlich müsste ich da auch dran den langen, etwas dickeren Ast zurücknehmen und dann hier an den Spitzen jeweils die dicksten Äste da sind so. Mehrere Knospen an einer Stelle. Die kneife ich mal in einem Stück ab. Nur die Knospen. Es geht mit den Scheren ganz gut.
So, wen es interessiert, wie gesagt, in der Videobeschreibung ist der Werdegang dieses Baumes mit zwei Videos fixiert. Der hat aber schon einiges mitgemacht, der ist aus den 80er Jahren. Wir haben noch was. Hier habe ich den eingedrahtet. Das war, als ich den seinerzeit abgemoost habe. Der Draht ist jetzt so eng dran, dass er mit diesem Auswuchs, den er jetzt haben wird, mit Sicherheit einwächst. Also Drahtzange her. So, jetzt nehme ich den Draht. Mache ich los. So. Dann bin ich jetzt hier mal gespannt, ob ich da den Draht jetzt rausziehen kann. Ja, der braucht nicht mehr gedrahtet werden. Die Wurzelmasse, die ja so dreckig ist das noch. Naja, hätte ich doch die Schale vielleicht sauber machen sollen. Die Wurzelmasse, die er nach dem Abmoosen schon hatte, das war schon so enorm, dass ich mir da keine Gedanken mache, dass der jetzt noch irgendwann umkippt oder sonst was. Ich glaube fast, den könnte man nächstes Jahr mit Saft dem Wurzelballen einfach rausziehen aus der Schale. Das ist ja eine Kunststoffschale. So, was macht der Bienenwachs? Das Bienenwachs? Das ist immer noch nicht so weit. Also gehe ich Hände waschen. So. Hände sind sauber, es gibt immer noch ein bisschen was zu schneiden. Es sind meist so winzig kleine Knospen und Stücke. Ah, hier, da unten hängen drei Knospen, die würden direkt nach unten wachsen. Die ziehe ich einfach mit dem Finger ab. Und rubbel ich ab, da kommt dann nichts mehr. Hier ist auch noch so eine. Hier möchte ich, da kommt aus dem Kallus eine neue Knospe raus. Mal hier auch raus. Was so am Stamm direkt kommt. Das ist wahrscheinlich beim Transport schon weggegangen. Ja. Daneben ist noch eine. Kann man am besten machen, dann gibt es auch keine großartigen Wunden oder sowas. Was man jetzt auch machen könnte, das behalte ich mir aber für später vor, diesen Kallus hier oben, diesen Kalluskranz, mit einem scharfen Messer ein bisschen anritzen, damit er wieder zum Zuwachsen angeregt wird. Das geht übrigens relativ gut. Hier ist er wirklich ganz zu schon. Und hier hat er ein Auge, sagen wir mal, der war nicht wundversorgt damals. Das war, nachdem ich den Baum frustriert von meiner Schwester geholt hatte, wo er in einem riesigen Kübel stand und mit einem Bonsai nichts mehr gemein hatte. Aber wenn ihr die anderen Videos anguckt, dann seht ihr das vielleicht auch. Ich glaube, ich habe da irgendwo ein Foto reingeschnitten, wie ich es abgeholt habe vor 3 Jahren. Oder 4. Ja, das war so gut. Auenblätter. Gut, bleibt da. Okay. Das ist jetzt natürlich auch so eine Sache. Den kann ich auch düngen. Ne, das ist ja kein Yamadori. Der kriegt
aber sein Dünger auch erst dann, ja, April, Mai. Hier gehen auch wieder Knospen nach unten, die gerade anfangen wollen, dahin zu wachsen. Da hilft der Fingernagel am besten. Oder die Fingernägel. Den kriege ich aber doch nicht mehr ganz. Die sind relativ zäh. Stark nach unten wachsen will ich ja gar nicht haben. Da wächst was seitlich und da auch, aber das schon mehr mit Tendenz nach unten. Auch weg. So. Jetzt haben wir das wieder bereinigt. Und für den Saisonstart gibt es jetzt noch mal eine Runde auf dem Tablett, beziehungsweise, ja, das Wachs ist soweit. Es ist wieder heiß, 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 heiß. Aber so soll es ja sein. Sind so filigrane kleine Äste, da muss ich jetzt aufpassen, dass ich auch dann wirklich alles erwische, aber das ist gar nicht so tragisch. Das ist bei dem Baum nicht immer der Fall gewesen, weil er ja doch sehr, sehr robust ist. Also ich bin da eigentlich nicht sonderlich besorgt, was das angeht. Bei ihm hier jedenfalls nicht. Es gibt andere Mimöschen. Ein kleiner Dip reicht ja schon bei so ganz kleinen Ästen. Ne? Also hier, da wo ich nach unten gehend entfernt habe, da brauche ich ein bisschen mehr wahrscheinlich. Und ansonsten war es das hier für diesen Baum. So, Freunde, wer Lust hat, guckt sich einfach den Werdegang des Baumes an, nachdem ich ihn aus dem Garten meiner Schwester wiedergeholt habe. Nach 15 Jahren. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Da ist ein Foto irgendwo eingebracht, wie er ausgesehen hat. Guckt in die Videobeschreibung. Da seht ihr zwei Videos. Da. Aus meiner Anfangszeit. Da seht ihr zwei Videos, wie es denn mal ausgesehen hat. Jawohl. Und hier diese Sequenz, ich glaube, dafür hole ich die Kamera mal ein bisschen näher an. Ich glaube, so kann man es besser erkennen. Dann ist das ganze Ding ein bisschen näher dran. Ich drehe mal langsam. So, Freunde, das war's für den Acer Palmatum Cazzurra. Der kommt jetzt auch wieder nach draußen, ist alles versorgt. Und die Saison kann starten. Ich weiß, ihr seid auch alle ganz, ganz gespannt. Denkt an den Daumen und ihr wisst schon, Abos sind immer willkommen.